Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich hier auf dem Kanal diese Pagani Design PD 1752 vorgestellt. Ja, eine sehr gelungene Uhr, eine Hommage an die Rolex Day-Date. In diesem Fall hier in einem Gehäusedurchmesser von 36 mm, was mir ja sehr gut zugesagt hat. Und ja, ich denke, wenn ihr schon länger in diesem Bereich der chinesischen Hommageuhren unterwegs seid oder vielleicht auch meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr ja, dass es von dem Konkurrenzunternehmen Cadizan, also auch ein chinesischer Hersteller, genauso wie Pagani Design, dass es da ja ein Konkurrenzmodell gibt, was ja mit sehr, sehr ähnlicher Ausstattung aufwartet. Und das ist diese Cadizan C8185G. Und ich dachte mir, ich will jetzt beide Uhren hier einmal vorliegen. Da macht es doch auf alle Fälle mal Sinn. Ist doch mal ganz spannend, die Uhren hier direkt miteinander zu vergleichen. Eins vorweg, ich versuche das Video kurz zu halten. Ich will jetzt gar nicht hier auf die konkreten Ausstattungsdetails zu sprechen kommen. Einfach mal, dass man so einen direkten Vergleich von beiden Uhren hat, dass man die einmal nebeneinander sieht. Weil das finde ich, kann ja auch eine interessante Entscheidungshilfe sein, wenn man jetzt vor der Wahl hier zwischen den beiden Uhren steht. Ich kann sagen, beide Uhren sind auf jeden Fall ordentlich. Man macht in beiden Fällen definitiv nichts falsch. Also sowohl Cadizan als auch Pagani Design bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich. Und beide Uhren sind auf jeden Fall gelungen. Aber im Detail gibt es auf jeden Fall Unterschiede und Pluspunkte für die eine oder andere Uhr. Ja, eins vorweg, preislich liegt man in beiden Fällen so bei roundabout 100 Euro. Mal ist die eine günstiger, mal die andere, aber ehrlich gesagt, große Preisunterschiede wird man hier jetzt nicht erkennen. Der wesentliche Unterschied, den man direkt erkennen kann, also der größte Unterschied, sind die Gehäusedimensionen. Wir sehen schon, die Pagani Design mit ihren 36 mm wirkt deutlich kleiner als die Cadizan. Die Cadizan hat nämlich 40 mm. Also das ist auf jeden Fall schon ein großer Unterschied, finde ich. Und da kann man jetzt nicht sagen, was jetzt hier der Vorteil ist. Es ist rein subjektiv, ne? Ich persönlich bin da zum Beispiel eher dann bei der Pagani Design. Ich habe ja ein relativ dünnes Handgelenk mit einem 16,5 cm Umfang und da passt mir die Pagani Design etwas besser, beziehungsweise finde ich immer, dass so eine klassische Dresswatch in einem etwas kleineren Gehäusedurchmesser nochmal etwas eleganter wirkt. Aber das ist, wie gesagt, ganz subjektiv. Der nächste Unterschied, der auch direkt ins Auge fällt, ist der Blauton. Ich habe jetzt hier den riesen Vorteil, dass ich beide Uhren hier in Blau vorliegen habe. Und wenn man die Uhren nur einzeln sieht, dann wird man in beiden Fällen denken, gut, ist ein Dunkelblauton. Aber hier im direkten Vergleich sieht man Pagani Design, das ist schon eher so ein Navyblau. Und bei der Cadizan geht das je nach Licht schon fast ins Königsblaue rüber. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Die Cadizan hatte so einen kräftigeren Blauton und die Pagani Design wirkt da etwas, ja, etwas zurückhaltender, würde ich vorsichtig sagen, beziehungsweise je nach Licht im Schatten dann teilweise auch schon fast schwarz. Ja, das ist so der nächste Punkt. Auch ein wichtiger Punkt, beziehungsweise sehr interessanter Unterschied, das Band. Wir haben ja beides Bänder hier in diesem President-Stil, in der Umsetzung aber unterschiedlich. Bei der Pagani Design grundsätzlich sehr, sehr gut gemacht, mit einem kleinen Nachteil, das habe ich ja in dem Review auch schon angesprochen. Wir haben hier einen doch recht großen Abstand zwischen Bandanstoß und erstem Bandglied, könnt ihr hier sehen. Finde ich ein bisschen schade. Das finde ich tatsächlich schöner, wenn das ein bisschen näher anliegen würde. Das ist wiederum bei der Cadizan besser gemacht. Hier ist der Abstand viel, viel kleiner. Ich hoffe, ihr könnt sehen, beziehungsweise ja, versteht, worauf ich hier hinaus möchte. Ne? Ich glaube, hier könnt ihr es ganz gut erkennen. Wiederum muss man dann sagen, dass der Bandanstoß als solches, jetzt abgesehen von diesem Abstand, bei der Pagani Design besser umgesetzt ist. Ganz klar, denn hier ist der Bandanstoß bestehend aus zwei Teilen und bei der Cadizan aus einem Teil ist hier also einfacher umgesetzt. Also ja, da muss man sagen, hier hat man zwar den größeren Abstand, aber insgesamt sieht das hier doch edler aus. Und was man auch sagen muss, die einzelnen Glieder sind dünner und wirken etwas feiner als bei der Cadizan. Das ist auch so ein Punkt, da sieht man ehrlich gesagt erst, wenn man beide Uhren nebeneinander hält. Ne? Also so im direkten Vergleich fällt das auf. Und da muss ich sagen, wirkt das Band der Pagani Design nochmal etwas, ja, ich sag mal, schmuckhafter und eleganter. Also das würde ich so definitiv unterschreiben. Also da gefällt mir insgesamt das Band von der Pagani etwas besser, ehrlich gesagt, wenn da nicht dieser nervige Abstand wäre. Das ist so ein kleiner Kontrapunkt. Bei der Schließe unterscheiden sich beide Uhren auch wesentlich. Die Cadizan hat hier eine Butterfly-Schließe, die Pagani Design hat die typische
Pagani-Design schließe, die Pagani-Design allerdings auch bei den Tauchermodellen einsetzt. Insgesamt zum Design passt die Butterfly-Schließe zweifelsohne besser. Es ist ja eine klassische, elegante Uhr und diese Butterfly-Schließe fügt sich ja nahtlos ins Bild ein und trägt überhaupt nicht auf. Bei der Pagani-Design muss man sagen, klar, die Schließe trägt schon auf, ist aber als solches super hochwertig verarbeitet. Und hat einen Vorteil, wir haben hier drei Micro-Adjustments, sodass man die Uhr dann passend auf seine Größe einstellen kann. Ja, bei diesen Butterfly-Schließen ist das ehrlich gesagt teilweise so ein bisschen Glücksspiel, ob man da gerade seine Position findet. Aber da würde ich sagen, ist es insgesamt unentschieden. Also ist am Ende des Tages auch Geschmackssache. Und man muss klar sagen, in beiden Fällen kein Band ist schlecht. Ne? Das sind beides massive Bänder mit massiven Bandanstößen. Man kann auch sagen, Pagani Design hat hier verschraubte Bandlider, ne, kann man hier glaube ich gerade erkennen, und die Kettison wartet hier mit Pins auf, aber ehrlich gesagt ist das für mich jetzt auch kein großer Negativpunkt. Die Werke sind erstaunlich vergleichbar, also wir haben hier bei der Kettison das Miyota 8285 Werk drin, ne, Kettison Miyota, ein japanisches Werk, die Pagani Design hat das chinesische Derivat verbaut, das ist das Siegel ST16-4. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass Siegel da auch einen kleinen Blick nach Japan geworfen hat. Ich glaube, die Werke sind schon relativ ähnlich. Die Pagani Design hat aber einen kleinen Nachteil, wenn man hier exakt die Zeit einstellen möchte. Wenn man die Krone reindrückt, springt teilweise der Sekundenzeiger etwas. Das habe ich erst durch das Video von den Kollegen von Uhrenjunkies erfahren und habe es dann selber hier bei dem Modell tatsächlich auch festgestellt. Ist mir anfangs gar nicht so aufgefallen, passiert auch nicht jedes Mal. Aber hier und da sieht man, wie dann der Zeiger doch schon ein ganzes Stück nach vorne springt. Das tut der Sache keinen Abbruch. Wie gesagt, schränkt die Funktionalität natürlich in keinster Weise ein. Wenn man aber die Zeit exakt justieren möchte, ist das auf jeden Fall ein Punkt, der ein bisschen nervig ist. Und das hat man bei der Kettison nicht. Also dieses Miyota 8285 Werk, auch wenn sich die Werke als solches sehr ähneln, ist da vielleicht ein klein wenig im Vorteil. Also hier, ne, kann ich die Krone so oft rein und raus drücken, wie ich möchte. Da springt gar nichts. Ne. Also da würde ich sagen, beim Thema Werk, auch wenn dieses Siegelwerk sicherlich nicht schlecht ist, Siegel an sich ja immer ganz gute Werke verbaut, wenn man da gerade auch an das ST1901 denkt. Aber da würde ich in dem Fall die Kettison mit dem japanischen Werk vorne sehen. Ja, als solches aber wie gesagt sehr vergleichbare Uhren. Ich möchte sie jetzt einmal aufsetzen. Wir beginnen hier mit der Pagani Design. Wie gesagt, ich selbst bin eigentlich ein recht großer Fan von 36er Uhren und ihr seht das, ne? An meinem Handgelenk wirkt das gut, auch nicht zu klein, gar nicht mal so feminin. Also das passt echt ganz gut. Ich persönlich würde da auf jeden Fall auch 36 mm vorziehen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr edel aus, aber was auch beim Tragen tatsächlich auffällt, ist dieser Spalt am Band, ne? Also das fällt tatsächlich auf. Dann wollen wir nochmal die Kettison einmal aufsetzen. Wie gesagt, dann hier jetzt mit einem 40 mm Gehäusedurchmesser, dementsprechend ein ganzes Stück größer. Auch der Hornabstand, kann ich kurz mal drauf eingehen, bei der Pagani Design 44 mm, bei der Kettison 47 mm. Also auch da ein substanzieller Unterschied. Ja, die Kettison trägt sich entsprechend etwas größer. Wie gesagt, das ist ganz subjektiv. Da muss man schauen, was einem eher zusagt. Ja, aber als solches auch eine sehr, sehr edle Uhr. Ja, der letzte Punkt, den ich jetzt hier im Rahmen des Videos nochmal vergleichen möchte, ist so das Ziffernblatt als solches. Ja, die Zifferblätter relativ ähnlich gestaltet, ehrlich gesagt. Logos sind gesetzt, Indizes sind gesetzt. Die Indizes sind auch in beiden Fällen so ein bisschen dreidimensional ausgearbeitet, sehen auch sehr, sehr gleich aus. Ne? Was auffällt, bei der Pagani Design sitzen die Indizes natürlich viel enger zusammen, denn die Größe der Indizes als solches ist relativ ähnlich. Bei der Pagani Design ist aber natürlich aufgrund des geringeren Gehäusedurchmessers schlicht und einfach weniger Platz auf dem Ziffernblatt. Das fällt mir hier im direkten Vergleich auf. Wir haben hier also auf jeden Fall größere Abstände. Wo man dann auch einen Unterschied sieht, zum Beispiel das X hier ist bei der Pagani Design etwas dicker. Aber ja, was da jetzt besser ist, wüsste ich gar nicht. Also ich glaube, das ist in beiden Fällen sehr ordentlich gemacht. Wochentag wird oben angezeigt. Eventuell ist die Schriftart von der Pagani Design etwas zarter und eleganter. Aber ganz ehrlich, auch das nimmt sich nicht viel. Beide haben auf 3 Uhr Datumsscheibe, auch mit Datumslupe. Und da hat die Pagani Design auf alle Fälle eine bessere Vergrößerung. Ich glaube, das kann man erkennen. Wo die Kettison aber auf jeden Fall einen entscheidenden Vorteil hat, ist beim Thema Rehhaut. Denn wir haben hier auf der Edelstahl-Rehhaut wunderbar das eingefräste Kettison-Logo. Das macht echt einiges her. Ist ein ganz, ganz tolles Detail. Das finde ich persönlich echt ansprechend. Ihr wisst ja, ich bin immer so detailverliebt und sowas holt mich immer absolut ab.
Das finde ich also sehr, sehr schön umgesetzt. Hier den Cadizen-Schriftzug. Ja, das ist ein tolles Detail. Bei der Pagani-Design haben wir natürlich auch eine Edelstahl-Rehhaut. In dem Fall geschliffen, hier so ein bisschen poliert, ne? Das ist auch schon mal ein Unterschied. Und leider, leider hier natürlich jetzt keine Gravierung auf der Rehhaut. Also das finde ich bei der Cadizen auf jeden Fall gelungener. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt hier im Vergleich auch gar nicht sagen. Was mir noch einfällt, die Pagani Design hat eine verschraubte Krone und somit 100 Meter Wasserdichtigkeit. Die Cadizen hingegen leider keine verschraubte Krone und somit nur 50 Meter. Das dürften im Grunde auch schon die großen Unterschiede gewesen sein. Ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, falls euch da was einfällt. Ja, was man sagen kann, Pagani Design hat hier einen individuellen Rotor und Cadizen setzt den Standard Miyota Rotor ein, aber ja, ist jetzt auch kein großes Thema, ne? Ansonsten, wie gesagt, sehr vergleichbare Uhren. Ich wollte euch die beiden Modelle einfach mal hier ganz stumpf nebeneinander halten. Kann so als Kaufentscheidung sicherlich ganz interessant sein. Ich denke, man macht in beiden Fällen mit beiden Modellen nichts falsch. Sind beides tolle Uhren. Für um die 100 Euro bekommt man hier echt viel geboten. Als solches finde ich die Pagani Design schon etwas besser, einfach weil der Gehäusedurchmesser mir mehr zusagt. Und im Detail finde ich, ja, dass wir hier nochmal etwas mehr geboten bekommen, sei es jetzt hier die Datumslupe oder das Band, die etwas bessere Wasserdichtigkeit. Wo natürlich die Cadizen vor allem liegt, ist das Werk, denn ich denke schon, dass das Miyota-Werk nochmal ein kleines bisschen besser als das Siegelwerk ist. Sieht man ja hier bei dem Thema mit dem Sekundenzeiger, das finde ich echt so ein bisschen nervig. Ja, und was mir bei der Cadizen besser gefällt, ist ja die eben angesprochene Rehhaut. Ja, das soll es dann aber auch schon wieder gewesen sein. Das Video ist, denke ich mal, schon lang genug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ciao!